Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Haushalt 2014, Einzelplan 11, Integration steht hier auf der Tagesordnung. Die Mittel hierfür stagnieren, obwohl die Anforderungen an Integration bzw. an eine bunte Gesellschaft immer größer werden. Wanderung innerhalb Europas, Flüchtlingspolitik und vor allem das Miteinander in den Kommunen, das Miteinander vor Ort, das Miteinander von Zuwanderern und Deutschland muss entsprechend gefördert werden. Um dieses Miteinander entsprechend fördern zu können, muss man zwei verschiedene Perspektiven einnehmen. Die Perspektive der Zugewanderten und die Perspektive der Bürger des Ziellandes. Die Landesregierung nimmt die Perspektive der Förderung von Zugewanderten mit dem Haushalt 2014 teilweise ein. Zum Beispiel stellt sie für kommunale Integrationszentren ca. 10 Millionen Euro bereit. Für Integrationsagenturen stehen 8 Millionen Euro bereit. Migrationsselbstorganisationen oder die von Zuwanderung aus Osteuropa betroffenen Kommunen werden mit je 1 Million unterstützt. Das ist gut. Dennoch sehen wir, und Sie, Herr Schneider, müssen das eigentlich auch erkennen, dass die Potenziale, die ein Integrationshaushalt NRW haben könnte, ich betone bewusst haben könnte, an der Stelle nicht ausgeschöpft sind. Meine Damen und Herren, das Integrations- und Teilhabegesetz bietet eine hervorragende Basis für eine ganzheitliche Integrationspolitik. Aus der Perspektive der Zugewanderten ist es gut, dass Sie die eben erwähnten Maßnahmen ergreifen. Gleichwohl auch die Beratungsleistungen bis hin zu den kostenlosen Sprachkursen optimiert werden könnten. Aber zu einer ganzheitlichen Integrationspolitik gehört aus unserer Sicht eben, dass Sie die Perspektive derjenigen einnehmen, in deren Land die Integration stattfinden soll. Mitglieder des Integrationsausschusses waren im Frühherbst in Ungarn. Hier konnte ich deutlich erkennen, welche Folgen es hat, wenn diese Perspektive des Ziellandes außer Acht gelassen wird. Für uns Piraten gehört zu einer ganzheitlichen Integrationspolitik dazu, dass man sich um die Personengruppe kümmert, in die integriert werden soll. Welche zusätzlichen Maßnahmen sind hierfür erforderlich? Bekämpfung von Rechtsextremismus bei Erwachsenen, im Haushalt Fehlanzeige. Und ich meine nicht die Aussteigerberatungsstellen oder das integrierte Handlungskonzept. Vielmehr geht es um die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und die Bekämpfung von Alltagsrassismus, im Haushalt Fehlanzeige. Menschlicher Umgang mit Flüchtlingen, im Haushalt Fehlanzeige. Und an der Stelle möchte ich nicht weiter groß ausführen, was ich mit menschlichem Umgang meine, aber Gemeinschaftsunterkünfte und Sammelduschen, wie sie in vielen Unterbringungseinrichtungen Standard sind, passen mit dem Begriff Menschlichkeit, wie ich ihn kenne, nicht zusammen. Diese Perspektive, von den Menschen des Ziellandes her gedacht, könnte man unter dem Begriff Willkommenskulturförderung zusammenfassen. Im Hinblick auf den Haushalt 2014 kommt man leider zu dem Ergebnis Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, übrigens gehört zu einer gelungenen Willkommenskultur auch der Umgang mit den Menschen, bevor sie die Reise nach Deutschland überhaupt erst antreten. Ich weiß nicht, ob Minister Jäger überhaupt klar ist, welche bürokratischen Hürden diese Menschen überwinden müssen. Am Beispiel der syrischen Flüchtlinge ist die ganze Absurdität der deutschen Bürokratie sichtbar. Wir als kleinste Oppositionspartei eines Landesparlaments haben an der Stelle natürlich nur geringe Einflussmöglichkeiten. Hingegen hat Minister Jäger und Minister Schneider, sie können da ganz andere Hebel ansetzen, um auf Bundesebene gegen dieses Bürokratiemonster anzukämpfen. Wir Piraten können nur darauf hinweisen, dass selbst das, was in der Verantwortung des Landes liegt, nur ungenügend umgesetzt wird. Davon können wir uns am Freitag ein Bild machen, wenn wir über die Flüchtlingsaufnahmeanordnung diskutieren. Für die Vorbereitung der Diskussion hatte ich eigentlich für Minister Jäger eine CD mitgebracht. Das sind die Tonaufzeichnungen des Integrationsausschusses. Hier kann man sich ab Minute 40 über das ganze Drama selbst einen Eindruck machen, indem ich die Mitarbeiterin des Innenministeriums schildert, was da alles nötig ist an bürokratischen Abläufen. Ich hoffe, Sie alle erledigen bis Freitag dann Ihre Hausaufgaben und sage vielen Dank.